Eine Wiederbelebung, gerade bei jungen Menschen, erfährt hier in Brünn und im Umkreis von 70 Kilometern auch die Mundart Hantez. Die alte Brünner Umgangssprache wurde in den letzten Jahren wiederentdeckt. Entstanden ist sie, als sich die deutsche bzw. österreichische Umgangssprache mit dem mährischen Dialekt und, durch Brünn als Handelszentrum, auch mit dem jiddischen, italienischen und noch weiteren Sprachen vermischte. Eine Reminiszenz an alte Zeiten. Multikulti, damals schon. Auf der Burg Spielberg, dem Wahrzeichen von Brünn, haben wir uns mit dem Hantez-Experten Honza Hlaváček verabredet. Honza Hlaváček, der Entertainer, Musiker, Moderator, versteht sich als Promoter der neuen, alten Sprache. Im Privatradio hat er dazu eine eigene Sendung und auf Facebook eine Fangemeinde. Als Brünnerin im Herzen kennt Petra noch den ein oder anderen Begriff. Uns gibt Honza gern eine Nachhilfestunde in der Sprache, die im Geiste europäisch ist und für Europa als gelungene und befruchtende Mischung spricht. Wunderschöner Ausblick. Von der Burg genießt man den schönsten Ausblick über die Stadt. Und wir wollen von den beiden Insidern ihre Sicht auf Hantez erfahren. Um den Umbruch zum 20. Jahrhundert hin war es eine Sprache tatsächlich der Ganoven, der kleinen Diebe, die sich das so in den Gefängnissen zurechtgelegt haben, damit sie auch draußen nicht von den Polizisten, von der Geheimpolizei verstanden werden. Und so hat sich diese Sprache entwickelt, die dann später von der Bohème aufgenommen wurde. Und woher kommt der Name? Der Name Hantez kommt davon, weil als die Bohème es adaptiert hat und aufgenommen hat, fingen sie an, mit der Sprache zu spielen, mit der Sprache zu hantieren. Von dem Wort hantieren kommt das Wort Hantez, weil sie mit der Sprache gespielt haben. Und zur näheren Anschauung bekommen wir von Petra und Honza noch etwas Nachhilfeunterricht in Sachen Hantez. Gesicht. Gewicht heißt Gewicht. Gewicht, Waha, Gewicht. Gewicht, genau. Mit K. Mit K. Gewicht. Mit K. Gewicht. Das wäre in Deutsch eine 6 eigentlich. Das ist korrekt, ja. Aber es ist ja Hantez, es ist ja nicht Deutsch. Aber sicher ist sicher. Sicher ohne E, sicher. Sichere, genau. Und je, das ist das Tschechische für ist. Sicher, je sicher. Genau, sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Und ganz, ganz der Vogel schön. Schießt ab, der Vogel. Vogel, mit F. Da schießen wir den mit Vogel F und ab, ohne mit E. F und ohne E. Vogel. Vogel. Erste Klasse Grundschule. Also da hätte ich jetzt in Deutsch eine 6. Definitiv. In Hantez eine 1. Hantez, welche Philosophie steckt dahinter? Ja, Hantez ist das Familiensilber der Brünner gewissermaßen. Es ist die Philosophie der Herzlichkeit, des Zusammenseins, der Verbundenheit. Auch die Brünner, die ins Ausland gegangen sind, zum Beispiel nach Chicago, die sprechen auch heute noch Hantez. Diese Sprache, die hält sich und wir versuchen sie zum Weltkulturerbe erklären zu lassen. Unsere Reise nach Brünn geht zu Ende. Die Wiederentdeckung einer Metropole im Herzen und im Geist Europas.